den dritten Satz mit Aufschlag. Schlecht getroffen und doch im Feld. Aber der Rahmen im Spiel. Aber wenn sie sich ein bisschen schneller zur Mitte bewegen würde, Lindsay Davenport, dann hätte sie die Chance gehabt, auch diesen Ball zu erreichen. Sie sind's, genau eine Stunde gespielt. Auf Spitzentennis warten wir weiter. Geduldig, wie ich hoffe, kann er noch werden. 1:0 Führung, Wild im dritten Satz. Also bislang hat noch keiner das Stadion verlassen. Alle hoffen, wie wir auch, dass wir jetzt noch richtig tolles Tennis geboten bekommen. Lindsay Davenport hat in diesem Jahr mehrfach gezeigt, dass sie es kann. Gehen. 0:1 liegt sie zurück im dritten Satz. Da haben sie überhaupt keine Anstalten, nicht mal geringste Bewegung und vielleicht wenigstens zu versuchen, diesen Ball zu erreichen. Wieder da, sie ist wieder aufgewacht und spielt momentan wieder Tennis wie im ersten Satz. Zwei Breakmöglichkeiten für Linda Wild. Und sie schafft das Break und geht mit 2:0 in Führung. Ja, wenn dieser körperliche Zustand von Lindsay Davenport das Ergebnis ihres Diätplans ist, dann möchte man ihr empfehlen, möglichst sofort nach dem Match die Kantine aufzusuchen, eine kräftige Mahlzeit zu sich zu nehmen. Und wenn sie so weiterspielt, dann verlässt sie das Einzelturnier mit $45.000 Preisgeld und dafür kann man jede Menge zum Essen kaufen. Oh.
Wunderschön gemacht, den Ball früh genommen, mit dem Tempo der Gegnerin gespielt. Ein bisschen zu lang und die Möglichkeit für Lindsay Davenport zurückzukommen in diesen dritten Satz. Ein paar Geschenke von Linda Wild. Der Ball ist aus und es wird immer finsterer um Lindsay Davenport. Spielball für die 32. der Weltrangliste zum 3:0 im dritten Satz. Und sie macht das Spiel ein ganz, ganz wichtiges, denn jetzt hat sie wirklich alle Trümpfe in der Hand, hier als Siegerin vom Platz zu gehen. 3:0 Führung, dritter Satz für Linda Wild. Ein einziges Mal im Verlauf ihrer Karriere ist es Linda Wild gelungen, eine der ganz Großen, eine Top-10-Spielerin zu schlagen. 92 in Eastbourne, Martina Navratilova. Heute könnte es wieder so weit sein. 3:0 führt sie und Lindsay Davenport schüttelt den Kopf, hat möglicherweise dieses Match schon abgehakt. Love, love, love.
Also ich sehe da nicht mehr den leisesten Ansatz, dass Lindsay Davenport hier noch den Versuch unternimmt, da irgendwas umzudrehen, vielleicht nochmal zurückzufinden ins Spiel. Das Ganze irgendwie zu Ende bringen und möglichst schnell runter vom Platz. 4:0 Führung für Linda Wild. Tja, und wenn Barbara Rittner vielleicht irgendwo dieses Match sieht, dann wird sie sich nochmal mächtig über ihre knappe, unglückliche Dreisatzniederlage gegen Linda Wild ärgern. Denn wann trifft man schon mal eine Lindsay Davenport in derart desolaten Zustand? Sie feuert sich immer weiter an und das ist wichtig und das ist gut so, denn sie darf jetzt nicht nachlassen. Einfach so weiterspielen wie bisher, dann kann hier nichts mehr passieren. Spielball für Linda Wild zum 5:0 im dritten Satz. Sich Lindsay Davenport da bewegt zu diesem Ball, oder besser gesagt nicht bewegt. 0:5. Ich denke, es dauert nur noch Minuten, bis diese Partie vorbei ist. Zahlen, die keine Bedeutung mehr haben in dieser Partie. Was zählt, ist die 5:0 Führung von Linda Wild und die mittlerweile bis in die letzte Reihe deutlich erkennbare Lustlosigkeit von Lindsay Davenport. Die Seite ist durch. Die vermutlich letzten Bälle in dieser Partie für Linda Wild, also nochmal mit einem neuen Schläger.
Also es hätte mich jetzt fast gewundert, wenn dieser Ball im Feld gelandet wäre. Zwei Punkte fehlen Linda Wild noch zum Einzug ins Viertelfinale. Und jetzt nur noch einer. Ein kleines Lächeln huscht ihr übers Gesicht. Ich denke, auch sie zweifelt jetzt nicht mehr dran, dass sie gleich durch ist. Das war's, die Sensation ist perfekt. Linda Wild schlägt Lindsay Davenport 6:2, 3:6 und 6:0.